So schnell kann's gehen, wir sehen uns doch eher wieder, als ich gedacht hätte, denn es ist Folgendes Geiles passiert. Ich habe das Event so gestartet, bin ja mit einer Erwartungshaltung reingegangen, so, naja, könnte schon ganz cool werden. Und wenn ich jetzt mal hier so auf die Belohnungen gucke, dann muss ich sagen, das ist schon ziemlich, ziemlich fett, was hier einem angeboten wird. Wir kriegen Zennies en masse nahezu geschenkt. Also nahezu. Natürlich muss man rausgehen und ein paar Abgraspunkte mitnehmen, dass man eben das Glück hat, diese Laternen hier zu bekommen. Aber Alter, die Zennies. Selbst ich, der schon richtig viel investiert hat, also auch jetzt an Zenny meine ich in-game, der freut sich trotzdem über die fast über 20.000, 25.000 Zenny, die man hier bekommen kann aus dem Event. Das ist richtig gut. Und wer jetzt frisch anfängt oder noch in der Mitte auf der Karriereleiter steht, wenn man das so sagen kann, beim Monster Hunter, um endlich mal die Stufe 8 Monster legen zu können, na, der wird sich ja erst recht freuen über diese Zenny-Spritze. Das ist richtig, richtig gut. Und vor allem, ich weiß ja nicht, ob dann danach noch irgendwas kommt. Von der Zeit passt es auch. Ich meine, wir haben jetzt 2 Wochen Zeit, das zu holen. Das sollte für jeden machbar sein, auch wenn vielleicht die Motivation gerade nicht so da ist. Und was ja auch geil ist, wir haben wieder einmal sehr gute Spawns, was Rosa Ratian angeht. Und das feiere ich auch enorm. Dann kann ich jetzt meine Ausrüstung weiterholen. Und ich mache die mal ganz kurz platt hier. So, Gameplay. So, mal einen Doppelschuss hier reinsetzen und dann noch die andere Flügelseite. Und dann ist er auch schon hoffentlich weg vom Fenster. Schaffen wir einen Kopf noch? Wahrscheinlich nicht. Dann machen wir bloß nochmal Perfo-Schaden und damit ist er weg. Ja, Pink Ratian, jetzt Stufe 8, für mich gar kein Problem mehr. Stufe 6, 7 sowieso nicht. Flügel gehen immer down. Und Kopf, ja, vielleicht sollte ich auf den Kopf gehen für besseren Loot. Wir wissen ja, durch die Seite immerhin.quest. Da gibt es die Tickets, Hammer-Ticket. Dass die Belohnungen für gebrochene Teile ja dann nur bei Pink Ratian, bei, ich glaube, Kopf und Schwanz ganz gut sind. Oder waren es doch die Flügel? Ich will nur Schwarzes sagen, aber ihr wisst schon, vielleicht sollte man da irgendwie einen anderen Fokus drauf legen. Dann sehen wir hier, in den Huntertons sind die auch drin. Die Quest bezieht sich auch relativ häufig auf diese Huntertons, dass man da ein Monster legen muss oder einmal das gemacht hat. Da kriegst du auch die Tickets daraus. Und ey, das ist auch irgendwie cool, mal so ticketspezifisch wieder rauszugehen, um das zu holen, weil man das nur von den Tickets bekommt, also die Waffen, dass man danach jagen geht. Das hat irgendwie was. Das habe ich ein bisschen vermisst. Jetzt haben wir hier den Hammer. Ich meine, für mich ist das nichts. Ich habe ja schon Drachenelement. Aber geil. Und du brauchst halt Pink Ratian. Für mich natürlich nochmal ein Ausschlusskriterium, weil jetzt nochmal eine Waffe zu craften, weil ich vielleicht die optisch cool finde, dann müsste ich ja wieder über 600 Pink Ratians farmen. Nee, da bin ich auf jeden Fall raus. Aber es sieht trotzdem geil aus. Und wenn ich mal auf die Doppelklinge gehe, die machen mich schon an. Ich weiß nicht, wie stark die sind, aber nur optisch machen die mich echt an. Und dass sie Drachenelement haben und auch von Pink Ratian kommen. Das Hammer. Also es kitzelt schon wieder im Finger. Aber ja, das dazu. Deswegen muss ich heute jetzt nochmal ein Video machen, weil das Event ist geil. Geht raus. Das Wetter ist auch cool. Und das passiert ja nicht so häufig, dass ich euphorisch jetzt nochmal eine Folge starte. Obwohl ja eigentlich alles schon gesagt wurde. Aber es hat mich überrascht, dass dieses Zenny bekommen durch die Quest so enorm gut ist. Das muss ich euch teilen, Leute. War nicht, dass ihr jetzt da das verschlaft, was ich jetzt nicht glaube. Weil 14 Tage, dann musst du ja schon gar keinen Bock mehr haben auf Monster Hunter. Und das führt mich auch direkt zum zweiten Teil des heutigen Videos, weil sonst wäre es ein bisschen zu kurz. Ich gehe mal auf meine Freundesliste. Ich habe ein paar Leute gelesen, die immer noch aktiv zocken und auch gerne einen Freundescode haben wollen. Ja, ich glaube, es ist einfacher für alle, wenn ich den euch einfach zeige. Ich gehe nochmal hier hin. Ich weiß gar nicht, wo ich den... Wo kann ich den erkennen? Müsste ich nicht hier auf Ansehen drücken? Ich gehe mal auf Ansehen. Da. Da ist mein Freundschaftscode. Das lasse ich einfach mal so stehen. Und jetzt machen wir zum Schluss Folgendes, denn ich habe ja nicht aus Spaß letzte Folge gefragt, wie es euch so geht. Das mache ich nicht, weil, ey, der YouTube-Algorithmus, der muss hochgetrieben werden. Das interessiert mich null. Was mir aber interessiert, ist der Stimmungsbarometer, weil ich merke, mein eigener Barometer, der ist ja auch nicht mehr so auf Hype-Level. Und da haben viele, wenn nicht sogar alle, gab es irgendjemanden, der noch so richtig Bock hat? Ich glaube nicht, aber die meisten teilen so eher
die Stimmung, die ich auch habe. Und das ist, ja, woher kommt das? Ich lese mal ein paar Sachen vor. Also erstmal, Lukas hat geschrieben, muss zugeben, langsam Motivation geht halt vorbei, verliere ich. Weil mit den Tränken ist echt schade, dass man so wenig ausprobieren kann. Das ist genau auch mein Ding. Ich finde es auch so blöd, dass du hast halt nicht diese Challenge. Du kannst zwar 9er, 8er und was auch immer versuchen zu legen, wenn es nicht so blöd wäre, dass du immer dafür einen Trank benutzen musst. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich fände es auch cool, wenn ich einen 9er so mehrere Minuten lang probieren könnte. Dann lass mich doch da ruhig stehen an der Straße, wenn ich Bock habe. Und dann schaffe ich den halt so 6, 7, 8, 9, 10 Mal nicht. Und dann irgendwann schaffe ich ihn dann doch. Wäre eine komplette Zeitverschwendung, aber manchmal braucht man das eben. Und das hast du ja hier bei Monster Hunter nicht. Du kannst nicht einfach stehen bleiben und probieren, ohne dass es irgendwas kostet. Und deine Tränke für ein Monster auszugeben, wäre natürlich saudumm. Und deswegen bist du hier bestraft, weil du auf Risiko nicht spielen kannst. Du musst immer soft zocken. Und das gefällt mir halt auch nicht. Und deswegen nimmt es auch so ein bisschen den Spaß raus, weil es macht ja eben mehr Bock, so harte Monster zu legen. Einfach diesen Kick auch mal zu haben. Ich meine, nicht umsonst ist bei Monster Hunter in der normalen Spielserie wird immer wieder erwähnt, wie geil der Kampf vielleicht gegen Fatalis ist zum Beispiel. Es kommt ja nicht von irgendwoher. Und stell dir vor, du durftest den nur einmal am Tag machen. Wie scheiße wäre das? Weil du Angst hast, dass du keine Tränke mehr hast. Das ist einfach Mist. Und genau, dann geht's auch weiter, weil Stufe 9 zu kriegen ist so ein langwieriger Prozess und das ist auch einfach so. Dir fehlt dann irgendwann die Motivation, denn bei Stufe 8 ist ja für Solospieler auch eh schon das Hauptziel erreicht und was macht man dann? Sich selbst, motivieren irgendwie. Dann Florian, spiel auch jeden Tag auch noch sehr gerne, allerdings jetzt nicht mehr extra rausgehen, dann früh zur Arbeit, dann Mittagspause mal ein bisschen rum und Spawns abchecken. Und, ach ja, die Sache mit Bariot. Ja, na, Bariot sollte tatsächlich verschwinden, das war ja offiziell angekündigt, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ist ein Event-exklusives, also Winter-Event-exklusives Pokémon, wollte ich fast sagen. Nein, Monster. Und es wird ausgetauscht dann im März, denke ich. Es sei denn, ich habe da irgendwas verrafft, aber so müsste die Info gewesen sein bei Release. Dann SGK Klotsche zockt noch gerne, ist einer der wenigen, der erstmal noch nichts zu meckern hat. Nimm meinen Code, schnapp ihn dir. Und dann schaue ich natürlich auch immer, wer da an die 200 rankommt. Das kann ich ja mal machen. Hier, aktuelle Freundesliste, da seid ihr dabei. Sly immer noch. Jetzt wüsste ich gerne von Sly, jetzt wo du die 200 hast. Gehst du jetzt noch immer noch so gleich akribisch raus wie vorher? Würde mich einfach nur mal interessieren. Dann Marc schreibt, ja endlich 150, da schon mal Glückwunsch und jetzt dauert es natürlich noch mal länger. Zockt auch noch jeden Tag, auch hier Mittagspause, aber ich glaube auch nicht mehr so fett, oder? Genau, nicht mehr so viel wie früher. Eisziel ist 9 plus 4, das habe ich auch schon geschafft. Also bei mir sind die Ziele immer so 10, 4 und auch hier wird gewartet, was im März kommt. Lese ich auch immer wieder häufig. Kai Spanberg zockt auch noch. Und Motivation der roten Mats ist halt blöd, das ist gesunken. Ja, ist auch das, was ich bemängele. Die roten Mats ist ja auch genau der Punkt, an dem sich dann die Spreu vom Weizen trennen wird. Weil das willst du haben, gepaart mit Zennies, und das immer zu jagen. Im Schnitt, wer so 2-3 Stunden rausgeht, kriegt ja am Tag einen roten. Den könntest du verdoppeln und das ist nicht so motivierend. Das ist wirklich nicht so motivierend, weil du kannst die 8er auch mit 9er Waffen legen und selbst wenn du eine 10er Waffe hast, dann kannst du gerade so versuchen mal einen 9er zu packen. Aber der Aufwand, um da hinzukommen, der ist eben so gewaltig, dass es Motivation braucht, um weiter zu zocken. Und deswegen ist ja dieses Event auch so geil, weil das hier, diese ganzen, nein, nicht das, was wir hier gerade kaufen können, ich meine eher diese speziellen Tasks, das ist doch Motivation pur. Sowas müssten sie eigentlich öfter bringen. Weil selbst mit diesen hier über 20.000 geschenkten Zenny ist es ja immer noch sehr schwer, ranzukommen an hohe Waffen und sonstige Teile. Eigentlich müsste das Ziel im Fokus haben, dass du mehr Bock hast, die Monster zu legen und nicht den roten Mats hinterher zu rennen und Zennys hinterher zu rennen. Ist halt so ein bisschen schade, aber naja, mal gucken, was halt kommt. Dann Andrea Wanning schreibt nochmal, ja, mit den Tröpfchen?
Sieht es genauso aus, wie ich das auch gesehen habe. Ich finde auch. Aber es wurde auch erklärt, es gibt wohl, es muss ja nicht immer nur bei uns in Deutschland der Fokus drauf liegen. Wenn jetzt die Topografie dann so ist, dass du eher Ebenen hast, da war das Beispiel Japan, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, ob man da, wenn du siehst, da ist ein Monster 100 Meter weiter weg und dann ist aber in 100 Metern eine Anhöhung von bis zu 100 Metern, Höhenmetern also. Dann kann ich schon verstehen, dass man eher so ein Tröpfchen nimmt, aber, da kommt direkt wieder das Aber, dann würde ich eher dieses Monster, was so weit weg ist, gar nicht erst machen. Weil es ist ja letztendlich nur ein Monster. Und im Verhältnis dafür, dass die Tröpfchen nur 15 Minuten anhalten und fast 3 Euro kosten, das ist überhaupt gar nicht im Verhältnis, in keinster Weise zum Nutzen eines solchen Tröpfchens. Der Nutzen ist einfach nicht da. Dann lass doch das Monster gleich aus, spar dir die 3 Euro und hol dir lieber von 2 Tröpfchen irgendeinen Döner. Mein Vorschlag. Survival-Tipp für Sanden. So, dann hier, dann Brandenburg. Genau, das war nochmal der Vergleich, das war von Kai Spannberg, der es nochmal erklärt hatte mit den Querstraßen und so. Und ja, gut, wenn man so krank zu Hause ist, kann man auch überlegen, ob man das dann macht. Aber trotzdem, ich würde trotzdem eher was anderes ausgeben als diese Tröpfchen. Selbst wenn ich hier zu Hause gefesselt bin ans Bett, würde ich nicht machen. Dann, also dann müsste ich schon richtig Bock haben auf Monster Hunter. Und selbst die Alteingesessenen, die hier öfter dabei sind, haben jetzt auch nur noch den Gelegenheitsfokus bei Monster Hunter. Naja, also ich sehe, die Stimmungslage ist dann wirklich wie bei mir. Wir alle wünschen uns den März her. Und ja, ich kann auch nur hoffen, es wird dann wann ein geiles, großes Update kommen, wo man wieder ein bisschen mehr zu tun hat. Aber so wie jetzt, das gerne so jede Woche, jedes Wochenende. Gib uns irgendwelche Aufgaben, wo man Zennies verdienen kann. Das ist genau der Weg, den ich sehen möchte und das hat dann schon eher Zukunft. Für uns zumindest als Solospieler hier in Deutschland. Aber ja, was wissen wir schon? Wir können uns das nur wünschen und hoffen, dass da Besserung eintritt. Und damit seid ihr informiert. Up to date und bis zum nächsten Part. Adi und tschüss.